Hallo Ritter des Steins und willkommen zur nächsten Folge. Und wie ihr sehen könnt, wir befinden uns wieder im Vorwerk. Nicht wie ich in der letzten Folge immer vor Burg gesagt habe, sondern Vorwerk. Heute möchte ich mit euch auch hier weiterarbeiten und zwar hier oben. Es fehlt ja noch ein ganzes Stück auf der Mauer, die wird ja noch ein ganzes Eck höher. Das heißt, wir werden hier jetzt als erstes nochmal einen Wehrgang draufsetzen müssen. Also Wehrgang nach innen rein, Schießscharten nach außen rein. Dann kommt ja auch noch das Dach drauf. Also da kommt noch einiges an Höhe dazu. Aber beginnen wir doch einfach jetzt mal mit dem Einfachen. Wir müssen natürlich hier eine Plattform drauf bauen. Wir müssen Schießscharten drauf bauen und eben den Wehrgang bauen. Ich habe jetzt einfach mal wieder diesen Plan hier hervorgeholt. Also diese Rekonstruktionszeichnung. Das ist ja auch nur eine Rekonstruktion. Das ist ja kein reales Bild oder auch nur Spekulation, wie viel es ausgesehen haben könnte, aber das für mich ja maßgebend ist. Weil heute gibt es bei dieser Burg einfach keinen Wehrgang mehr, beziehungsweise der Mauerkranz hier oben mit den Schießscharten und sonst was ist halt so gut wie gar nicht mehr sichtbar. Das heißt, ich orientiere mich einfach hier mal dran, wie die das gemacht haben. Und zwar, wenn man hier so ein bisschen reinzoomt, man sieht natürlich hier, dass es hier nach innen einen Wehrgang gibt. Der ist, weiß nicht, ob das hier irgendwelche Balken sind. In jedem Fall steht da natürlich etwas über die Mauer über. Das ist auch ganz normal bei Wehrgängen. Hier hinten sieht man es auch nochmal so ein Wehrgang. Das dürfte halt einfach alles so ein Geländer darstellen. Vielleicht sind das ja hier auch Rundbögen, man weiß es nicht so ganz genau. Eben, aber da es ja auch nur alles Vermutung ist, werde ich da halt auch ein bisschen freier sein. Und genau, ich würde sagen, wir legen damit einfach mal los mit dem, was ich mir dazu überlegt habe. So, man sieht hier noch nicht wirklich viel. Das hier wird dann die Plattform sein oder der Weg sein, was hier oben auf die Burg draufkommt. Nach innen hinzu werde ich hier mit diesen Inverted Slopes arbeiten, einfach um eine zusätzliche Reihe noch zu gewinnen. Ich habe mir nämlich gedacht, ich möchte eigentlich immer einen 4 Noppen breiten Weg haben. Muss ich es eigentlich vorstellen, hier kommt eigentlich auf dieser Reihe kommt dann auch noch das Mauerwerk durch. Das heißt, der Wehrgang steht nur eine Noppe über. Diese Schießscharten, bei denen wird es auch so sein, dass hier unten unter dieser freien Fläche, da kommt dann auch wieder die Mauer hoch. Das heißt, oben auf dem Wehrgang ist diese Mauer auch 2 Noppen dick. Ich habe mir auch überlegt, mache ich eine Noppe, mache ich 2 Noppen. Aber realistischer ist halt einfach 2 Noppen, weil einfach auch diese Mauerstärke ja gegeben sein müsste. Weil wenn man jetzt sagt, eine Noppe, es wären vielleicht 30 Zentimeter, kam mir ein bisschen zu wenig vor. Deswegen lieber 2 Noppen. Und zumal diese Schießscharten ja auch in Realität richtig tief sind. Ich habe jetzt hier natürlich noch nirgendwo Mauerwerk reingemacht. Muss ich mir vorstellen, es wird alles hier noch so ein bisschen verkleidet. Leider gibt es diese Brick Modifieds nicht in Dark Tent, das fände ich noch schöner, weil ich wollte diese Schießscharten halt eigentlich auch ein bisschen einheitlich machen und Mauerwerk drumherum. Geht jetzt halt leider nicht. Genau, aber so muss es jetzt einfach sein. Eben nach außen hin relativ schmal. Ich habe jetzt auch keine Kreuz Schießscharten oder sowas genommen, sondern einfache Schlitzscharten. Und in der Innenseite sind die dann halt, werden die halt hier breiter. Hab hier lauter mit diesen Slopes gearbeitet. Und ich denke, das ist eigentlich relativ realistisch. Also solche Schießscharten kenne ich, habe ich da auf der Burg. Zwar jetzt, da man da halt nicht mehr wirklich viel sieht, ist es halt schwierig. Aber so dürfte das da auch schon ausgesehen haben. Und so würde ich das dann halt auch bauen. Aber ich zeige euch einfach mal noch wieder ein Renderfoto dazu. Hier sieht man jetzt also nochmal die Schießscharten von außen. Also mit dem schmalen Schlitz. Ja, ist eigentlich nicht wahnsinnig spektakulär, ne? Deswegen zeige ich euch doch gleich nochmal die Innenperspektive, wenn man sich dann wirklich vorstellt, dass dann hier eine Figur steht, hier einen Bogen in der Hand hat und hier sich dann hier doch relativ viel Bewegungsfreiheit hat. Braucht man natürlich auch, um mit dem Bogen hier hantieren zu können. Deswegen kann man ja nicht einfach nur einen Schlitz machen, sondern braucht ja eben auch diese Aussparung. Aber genau, so würde ich das halt bauen mit diesen ganzen Brick Modifieds. Gehen wir jetzt aber nochmal wieder zurück nach Stud.io. Wir haben jetzt hier noch die fliegenden Schießscharten und ich habe jetzt hier auch mal noch den Weg
gepflastert sozusagen. Ich habe da jetzt hier einfach mal alles Mögliche an Teils draufgeklatscht. So würde ich wahrscheinlich die Wege überall machen. Habe mir auch gedacht, so ein bisschen den Dark Tan Platten hier zu verwenden, damit ich so ein bisschen durchscheine, damit es auch ein bisschen Abwechslung gibt, dass nicht alles so ganz grau ist, dass das halt eben so ein Untergrundstein ist und obendrauf halt diese Fliesen, wobei ich natürlich irgendwann auch Noppen einbauen werden muss für die Figuren. Aber kommen wir jetzt noch zu einem weiteren Teil. Der Wehrgang fehlt hier ja noch. Und den habe ich jetzt hier. Ich habe jetzt hier verschiedene Sachen mir überlegt. Zum einen sieht man hier mit diesen Rundbögen und hier unten drunter mit einem Geländer. Es ist halt die Frage, was davon eigentlich besser aussieht, was vielleicht auch realistischer ist. Realistischer wäre wahrscheinlich hier sowas mit einfach solchen Holzbalken. Fand ich aber ehrlich gesagt nicht ganz so schön. Habe mir überlegt, ob ich nicht das hier mache mit diesen Teleskopen. Das ist ja auch eine recht gängige Praxis, halt eben damit so ein Geländer zu machen. Ich finde, das sieht eigentlich schöner aus. Auch so in Kombination mit den Rundbögen und hier auch mit den Logbricks, die ich hier verwendet habe. Aber könnt ihr mir ja hier auch gerne mal schreiben, was euch ja, da besser gefällt. Ich habe mir als zweites, was wir hier auf der linken Seite noch sehen, noch eine andere Form überlegt für den Wehrgang. Und zwar haben wir hier halt quasi einen offenen, hoppala, einen offenen Wehrgang. Und hier im Prinzip nochmal einen geschlossenen. Das heißt, an vielleicht wichtigen Stellen oder an Stellen, die halt eher für die Verteidigung relevant sind, kann man halt auch quasi nochmal hier so geschütztere Wehrgänge hinmachen, dass man auch hier wieder entsprechende Schlitze hat, um herauszuschießen mit dem Bogen, aber halt trotzdem relativ geschützt ist und nicht so offen zugänglich ist wie hier. Aber auch hier könnt ihr mal gerne mal eure Meinung sagen, was euch davon denn besser gefällt. Und damit ihr es auch noch mal besser beurteilen könnt, natürlich noch mal ein paar Renderbilder. Also auch hier noch mal mit dem Weg, den Schießstarten, wie das dann aussehen würde. Mit dem vorgelagerten Wehrgang. Man sieht auch hier innen drin, da habe ich dann auch mit Logbricks und natürlich Brick Modifieds gearbeitet, um außen die Holzbretter anbringen zu können, also die Teils anbringen zu können. Habe das natürlich auch noch in der Frontansicht. Die sehen wir auch hier. Also schreibt mir doch einfach, welche Variante also von diesen beiden Geländern euch am besten gefällt oder auch wie ihr dieser Holzverschlag, also auch nur mal eher mit so Schießscharten drin, wie euch das gefällt. Jetzt ist natürlich so, ich habe das jetzt hier alles extra gebaut. Wir müssen das hier natürlich auch noch auf unser Modell, auf unser Vorwerkmodell natürlich noch einfügen. So. Ich habe jetzt hier mal alles zusammengefügt. Ich habe auch das Mauerwerk gleich noch dazu gemacht. Wie man hier auch so ein bisschen sieht, ich habe versucht, dass man auch immer um den Schießstarten herum habe ich viel mit Dark Ten gearbeitet. Einfach um das ein bisschen einheitlicher aussehen zu lassen. So nach dem Motto, ja, das sind auch vielleicht größere Steine oder so. Man sieht hier auch, ja, ein Dude, der da steht. Hier sieht man es auch mal noch so in den Wehrgang da rein. Ich habe den hier oben einfach schon mal befestigt. Da muss da irgendwie ja noch ein Dach oben drauf. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, wo ist denn das Geländer? Ich habe mir gedacht, hier beim Vorwerk, das wäre, hier ist ja dann das Tor, zu dem man in die Burg reinkommt, also das innere Tor, das ist das äußere Tor, dann läuft man hier hoch, dann kommt das innere Tor und dann wäre hier überall Platz. Ich habe gedacht, hier wäre es ja eigentlich sinnvoller, wenn man jetzt dann hier diese geschützten Wehrgänge hat, eben mit diesen Schießschaden, um da halt auch nochmal geschützt zu sein, falls da Angreifer durchbrechen, dass man die nochmal angreifen kann. Natürlich muss sich die dann real noch ein bisschen verändern. Ich habe jetzt einfach immer noch Copy-Paste gemacht. Das heißt, die sehen hier alle ja noch gleich aus. Ich würde da natürlich mit den Farben, also das ein bisschen abwechselnd dann noch machen. Aber so würde das dann halt aussehen. Dazu kommen natürlich dann gleich auch nochmal zwei Renderbilder, damit man das sich nochmal ein bisschen besser vorstellen kann. So, zum Abschluss noch ein paar Renderfotos, nicht zwei, sondern drei. Habe jetzt hier nochmal den Wehrgang weggemacht, damit wir jetzt hier nochmal auf die Schießscharten können, wie das auch alles eingebaut ist, wie das aussieht. Auf dem zweiten Bild haben wir dann auch nochmal die andere Seite, also mit dem Wehrgang drauf, hier auch nochmal mit unserem Dude. So wird das dann also später aussehen in diesem bewährten Bereich. Eben, ich werde halt das Holz noch ein bisschen variieren natürlich dann. Und dann haben wir jetzt auch noch als Schlussansicht
So sieht das dann aus, wenn man hier die Burg hier unten hochläuft und eben erst diese Felswand, dann ragt auch noch diese Mauer da hinauf. Also ich glaube, das ist schon recht imposant. Aber wie immer gilt, schreibt mir, was ihr davon haltet. Und dann machen wir das nächste Mal. Womit machen wir das nächste Mal weiter? Ich weiß noch nicht. Entweder vielleicht, entweder mit dem Dach oder wir fangen an, hier diese Lücke zu schließen, indem ich da das anfange, das Tor auszubauen. Könnt mir auch schreiben, was vielleicht, was euch mehr interessiert. Und dann sage ich einfach, gehabt euch wohl, Mittlere des Steins. Bis zum nächsten Mal.